Hold Outlaws and Legends ist ein kommendes Mittelalter-RPG, das von Sumu Digital entwickelt wurde. Warum das interessant ist, dazu später noch ein paar Worte. Vertrieben wird es von Focus Home Interactive. Und was mich einfach nur überrascht ist, dass zurzeit eigentlich kaum einer darüber spricht. Wenn ihr also auf dem Laufenden bleiben wollt, was das angeht, lasst mal ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr auch in Zukunft nichts mehr verpasst. Als ich mir das erste Mal den Gameplay-Trailer zu dem Spiel angeguckt habe, war ich sofort gehypt auf das Spiel, weil es optische Ähnlichkeiten zu den alten Assassin's Creed-Spielen hat, die ich ehrlich gesagt extrem liebe und gerne gespielt habe. Und da bin ich sicher nicht alleine. Aber was ist es denn jetzt eigentlich? Es ist überraschenderweise kein Singleplayer. Es ist ein Multiplayer PvP, PvE-Spiel. 4 gegen 4 auf einer Karte. Und beide Teams haben die Aufgabe, einen Heist durchzuziehen. Und laut dem Chefentwickler Andrew Wellens war die ursprüngliche Idee dahinter, was kommt raus, wenn Game of Thrones Payday in einem Robin Hood-Universum trifft. Andrew Wellens war übrigens auch an der Entwicklung von Spielen wie The Crew, The Division, Driver San Francisco und Watch Dogs beteiligt. Also ich denke mal, alleine das spricht schon für eine gewisse Qualität. Womit ich auch nochmal auf Sumo Digital zurückkommen wollte. Die haben in der Vergangenheit Hitman 2 gemacht. Und ich denke, das ist auch ein absolutes Qualitätsmerkmal, weil jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, dass das echt ein mega cooles Spiel ist. Ich habe euch übrigens in der Beschreibung ein ausführliches Dev-Interview sowie die Homepage von Focus Home Interactive und deren YouTube-Kanal verlinkt. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Aber jetzt mal zurück zum Spiel. Also wie gesagt, ihr startet in einem Viererteam mit drei Freunden gegen ein anderes Viererteam auf einer von aktuell 5 Maps und das Ziel ist, den Schatz zu erbeuten, der sich in einem random Gebäude befindet, bewacht wird von Elite-Soldaten, die dem Sheriff unterstehen, angelehnt an den Sheriff von Nottingham, wie ich denke. Und der Sheriff selber patrouilliert auf dem Gelände und ist ein extrem starker Gegner, der jeden Spieler mit nur einem Schlag ausnocken kann. Und diesem Sheriff müsst ihr halt den Schlüssel zum Tresorraum abnehmen. Und dann müsst ihr euch den Weg möglichst unentdeckt bis zum Tresorraum bahnen. Natürlich auch unentdeckt immer möglichst durch das andere Team. Und wenn ihr die Schatzkiste dann erbeutet habt, müsst ihr einen von mehreren Extraktionspunkten erreichen, um euch die Beute dann auch wirklich endgültig zu sichern. Wenn der Heist dann gelaufen ist, habt ihr die Option, die Beute aufzuteilen, und zwar einen Teil den Menschen, also den Bewohnern dieser Welt zurückzugeben. Dadurch schaltet ihr Perks frei, die ihr später dann auf euren Charakter ausrüsten könnt. Wie das genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Aber es liegt halt in eurer Hand, wie viel ihr für euch behaltet, damit ihr die Perks auch kaufen könnt später und wie viel ihr den Leuten gebt, um diese Perks halt auch frühzeitig freizuschalten. Was gibt's noch für Infos? Es wird einen Trainingsmodus geben,
wo ihr alleine oder mit Freunden auf der Map gegen Wachen die Spielmechaniken testen könnt und eure Fähigkeiten austesten könnt. Zum Release am 10. Mai diesen Jahres, also in knapp 2 Monaten, gibt es vier spielbare Charakterklassen. Den Ranger, angelehnt natürlich an Robin Hood, den Hunter, den Brawler und den Mystic. Jeder mit individuellen Fähigkeiten, die je nach Situation extrem hilfreich sein können. Weitere Informationen dazu gibt es mit Sicherheit in einem späteren Video, sobald alle vier Charakterklassen vorgestellt sind. Ja, das war's im Prinzip erstmal. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und ob ihr auch ein bisschen gehypt seid auf das Spiel. Würde mich echt interessieren. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Haut rein.